Hallo, Freund. Nicht überzeugt. Mission starten. Sequenz 3 übrigens. Und jetzt habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ja. Puh, mir frieren auch schon die Finger ab. Mit den Pferden sind wir schneller. Ja, deshalb werde ich hier auch aufsitzen. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Was? Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Wo reiten wir hier entlang? Naja, er wird wissen, wo es lang geht. Hey, ganz ruhig, Kollege. Bist hier nicht alleine auf den Straßen. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt! Das waren die Pferde. Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus unter die Bäume. Die mysteriöse Frau finden. Das. Was ist das denn? Bist du ein Fuchs oder was? So, wir laufen mal hier entlang. Ach nee, hier sind wir vorhin entlang geritten, oder? Ich weiß es gar nicht. Warten. Sind wir hier vorhin entlang geritten, oder war das die Frau? Nee, das war die Frau. Hier sind wir nicht entlang geritten. Das wüsste ich doch. Scheiße, die Alte. Bleib liegen, junge Dame. Sonst kriegst du ein paar Watschen rechts und links hinter die Ohren. Wartet hier. Warte, komm zurück! Du verlorst! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber Sir! Kein Aber! Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Und muss durch! Ich bin nicht dein Feind! Ja, nein! Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Genug. Huch. Ein Kätzchen. Muss ich was drücken? Nein, das macht er alleine. Verdammt. Scheiße. Warte, ich komme hier gerade gar nicht zurecht. Ah, desynchronisiert. Oh mein Gott. Dieser weiße Raum überall. Und Dreiecke. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt drücken. E. Und linke Taste. Was? Habe ich doch gemacht. Ich schmeck überhaupt nicht. Ich schmeck doch kein bisschen. Ich bin so. Noch einmal bitte. Schon wieder dieser weiße Raum. So. E.
Leertaste. Haha, diesmal nicht. Mein Kätzchen. E. Q. Ah, wo ist Q? Verdammt. Linke Maustaste. Schon wieder. Ich kann nicht mehr. Ich muss sterben. Und wieder mal ein weißer Raum mit Dreiecken. Ich mag Dreiecke sowieso nicht. Die sind so spitz. So. E. Linke Maustaste. Zack. Haha. Das miese Kätzchen musste dran glauben. Wie oft soll ich noch E drücken? Wie oft denn noch? Verdammt. Ah, schon wieder E. Ah, jetzt reagiert er wieder so langsam. Ach, verdammt. Ah, ich will auch nicht unter die 50% kommen, deshalb mache ich danach auch nichts mehr. So, jetzt gehen wir wieder mal hier. Hallo Mäuschen. E. Leertaste. Jawohl. E. Linke Maustaste. Zack. Ein Kätzchen haben wir noch. E. Q. Bam. Tut mir leid, mein Hündchen. Das wollte ich nicht eigentlich. Wo ist sie denn jetzt, die Holde Maid? Die mysteriöse Frau finden. Ich will dir nichts tun, Hündchen. Mann. Ich hasse es, Tiere zu töten. Vielleicht sollte ich mal hier auf diesen Baum klettern. Puff. Ja klar, diese blöde Indianer-Tussi kann hier hochklettern, aber unser super Assassine kriegt das nicht hin, oder was? Ach, ja. Aber ich glaube, da oben sitzt die, oder? Weil wir sind jetzt genau in der Mitte von diesen... Da ist sie doch. Oder nicht? Ist sie da nicht? Nein, da ist sie nicht. Nein, komm, dann gehen wir zurück in das Lager da. Irgendwo wird sie ja rumgammeln. Verdammt, wenn ich das Lager überhaupt noch finde. So, wo sind denn hier Spuren im Schnee? Nee. Spuren im Schnee. Können wir hier hochklettern? Auch nicht. Die muss doch hier irgendwo sein. Ah. Da können wir auch nicht hochklettern. Kannst du überhaupt irgendwas? Da sind doch Knüppel dran. Wieso hält er sich nicht an den Knüppeln fest? Wie du ist das? Jetzt ist er das Kaninchen. Na, das gibt's doch gar nicht. Ich will da oben auf diese Plattform. Du kostest mich Nerven, Weib. Mich auch, junge Dame. Komm du mir mal nach Hause. Komm du mir nach Hause. Verdammt. Ja, los, mach schon. Was ist denn mit dir los? Lässt sich von der abhängen oder was? Die kann hier auf den Bäumen rumklettern wie so ein... So, Moment, jetzt kriegen wir es hin, jetzt kriegen wir es hin. Haha, da ist sie. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind.
Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Unser erstes Date. Yes. Ein weißer Ladebildschirm. So, da ist ein Hügel, da gehen wir hin. Und da steht auch eine Kirche. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Ja, das dürfte doch kein Problem sein für euch zwei Schnuckelchen. Huch. Ach, die hat es auch raus. Cool. Ja, auf, ich glaube, auf die steht unser Kleid. Vertrau dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Gehen wir. Und doch bleibe ich. Also, ja, ihr seid ja hier ein süßes Pärchen, muss ich sagen. So. Ja, wir gehen einfach mal hier in die Tür rein, würde ich sagen. Interagieren wir mal mit der Tür. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Belauschen wir den Herrn mal. So. Ich will da nicht stationiert sein. Das ständige Tosen der Brandung. Das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Aha, sehr interessant. Dann gehen wir mal dahin und setzen uns da vielleicht auf den Stuhl. Wie geht das denn? Eine Art Spiel, wenn der schwarze Peter. Wo kam zu Ohren? Verdammt, ich wollte mich doch hier hinstellen. Was ist denn jetzt los? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ach ja. Schon wieder dieser Bauraum. Und überall Dreiecke. Die machen mich wahnsinnig. Einfach ein Viereck. Mit einem fehlenden Eck. Ja. Kann ich mich nicht hier hinstellen? Kam zu Ohren. Die Franzosen wollen uns also hier hervorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Vollpfosten. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Na also. Und jetzt das Gespräch da drüben noch, bitte. Ja, gut. Ich möchte nur zur Bar einen Trink holen. Guck mich nicht so komisch an. Das ständige Tosen der Brandung. Das Salzwasser brennt in ja, den Augen. Ja, das kennen wir. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Und die Möwen scheißen alles voll, da hat er recht. So, dann gehen wir mal raus. Oi! Wohin willst du? Ja. Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Ein cooler Spruch, Alter. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? So. Wollen wir sie leben lassen? Natürlich. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Heute gibt's eine Runde gratis auf die Ohren. Zack, bumm. Na, von hinten angreifen oder was? Komm schon. Und da fliegt das Gemächt und du kriegst eine rein. Ach so,
Warte mal, ich will ein Objekt.